Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Detlef Rathmer. Ich bin Heilpraktiker und Homöopath hier in Billerbeck bei Münster in Westfalen und äh, darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem neuen Video. Es geht heute um das Thema die psychologischen Wunden bzw. Kindheitstraumata der einzelnen neuen Enneagramm-Typen. Nun, vorab möchte ich kurz sagen: Es ist jetzt nicht so, dass die Patienten zu mir kommen mir ihre Kindheitsgeschichten erzählen und ich gleich sagen kann, ach ganz klar, bei dieser Kindheitsgeschichte, sie können nur dieser Typ sein. Alle Informationen, die ich von dem Patienten bekomme, um ihn dann ähm, im Rahmen der Fremdtypisierung typisieren zu können, die basieren auf Indizien, ne? es sind also nur Indizien, es sind keine Beweise. Ne? So muss man also da rangehen. Ne? Man kann also da nicht so, äh, also Schnellschüsse sind hier nicht unbedingt angebracht, denn sie führen zur Fehltypisierung. Es sind nur Indizien, die aber dann insgesamt einzelne Puzzlestücke ergeben, der die dann insgesamt dann in der äh, Gesamtheit der Betrachtung dann zu, dem, zu der richtigen, korrekten Typisierung führen können. Und ein wichtiges äh, Puzzlestück oder Puzzlestück ist einfach, ähm, die Kindheitsgeschichte, aber nicht die Kindheitsgeschichte an sich. Das heißt äh, nicht die Kindheitsgeschichte, wie sie real abgelaufen ist, sondern es geht hier vielmehr um die Sichtweise des Patienten. Wie nimmt der Patient, der zu bestimmende Enneagrammtyp, seine Kindheit wahr? Wie hat er sie damals wahrgenommen? Wie nimmt er sie heute wahr? Denn es geht um seinen Wahrnehmungsstil, um seinen Enneagrammstil. Beispiel. Der Patient sagt, ich fühlte mich total verlassen in meiner Kindheit, keiner stand mir bei. Dann kann man nicht schnell sagen, ah, alles klar, Sie sind der Typ 9 des Enneagramms, weil da geht es um dieses Thema. Also, sie müssen sich erstmal so ein bisschen Zeit nehmen ne, und dann müssen Sie äh, sehr weise und äh, nach dem Motto, der Patient ist erstmal eine weiße Wand. Und dann kommt nach und nach kommen die einzelnen Indizien. Und das ist letztendlich, wie Juristen sagen würden, ein Indizienprozess, bis wir irgendwann eine relative Sicherheit haben, dass wir es mit einem bestimmten Typ zu tun haben. Deswegen dauert bei mir auch die erste Anamnese nicht zwei Minuten, sondern meistens eineinhalb Stunden, oft auch ein wenig länger. Ja, also fangen wir heute an mit der äh, Übersicht hier, mit dieser schönen Übersicht, psychologische Wunden. Ähm, und da gehen wir erstmal erst hier auf den Typ 1 des Enneagramms. So, ich lese Ihnen das mal so ein bisschen vor. Also, Typ 1. Es geht bei Typ 1, äh, also der Typ 1 ist intrinsisch motiviert, sagen wir im Enneagramm. Ähm, also von innen motiviert. Ne? Diese innere Motivation ist bei ihm die äh, Perfektion. Also, man kann sich das so vorstellen. Ein Typ 1. Des Enneagramms sucht, meistens sehr unbewusst, manchmal auch ist es ihm bewusst, nach Perfektion in seinem Leben. Das ist seine Hauptmotivation und daran kann man ihn erkennen. Und wenn man dann die Kindheit ähm, betrachtet, dann wird man dort auch diese intrinsische Motivation wiedererkennen können. Manchmal kann man das sehr gut, manchmal nicht so gut es hat auch ein bisschen mit der bewusstheit des patienten zu tun wie bewusst er gegenüber seinen eigenen lebensumständen ist ja also typ 1 eines tages machte das einserkind die erfahrung dass wenn es spontan spaß und lebensfreude empfindet es dafür bestraft oder in anderer weise verletzt würde also wählte es stattdessen einen korrekten, ernsten, disziplinierten Zugang zum Leben. Durch die unbewusste Aufgabe von Lebensfreude hoffte es im Gegenzug geliebt zu werden. Ja, wenn Ihnen diese Strukturen ein wenig bekannt vorkommen, dann sollten Sie zumindest bei sich selbst auch darüber nachdenken, ob sie vielleicht ein Enneagramm Typ 1 sind. Kommen wir zu Typ 2. Da haben wir die intrinsische Motivation äh, in Form der ewigen Suche nach Liebe und geliebt werden. Typ 2. Eines Tages suchte das Zweierkind verzweifelt nach Zuneigung und Liebe und erlebte dabei, nichts Liebenswertes an sich zu haben. Es erlebte keine Unterstützung für das Gefühl, einen eigenen Wert zu haben. Um eine Ersatzzuneigung zu erhalten, identifizierte es sich mit den Bedürfnissen anderer und begegnete diesen stellvertretend für eigene Liebesbedürfnisse. Ja, das ist die Thematik der Kindheit bei Typ 2. Wie gesagt. Man kann sie nicht immer sofort erkennen. Man muss da schon so ein bisschen Zeit und Mühe verwenden, um diese Strukturen oder diese Wahrnehmung, diese subjektive Wahrnehmung bei dem Patienten zu erkennen. Kommen wir zu Typ 3 des Enneagramms. Die intrinsische Motivation ist dort die ewige Suche nach Erfolg und Leistung und Wertschätzung. Typ 3. Eines Tages, als das Dreierkind tiefere Emotionen zum Ausdruck bringen wollte, spürte es, dass es emotional nicht wahrgenommen wurde. Dadurch empfand es, dass es nicht um seiner Selbst willen geliebt wird und in der Folge innere Wertlosigkeit. Seitdem hoffte es stattdessen stellvertretend für die erzielten Ergebnisse und für seine Leistungen geliebt zu werden. Dann kommt jetzt Typ 4 des Enneagramms. Intrinsisch motiviert ist Typ 4 durch die ewige Suche nach Individualität. Typ 4. Eines Tages bekam das Viererkind ein sehr starkes Gefühl von Verlassenheit, des Verlustes, des Mangels. Von da an erlebte es eine tiefe Sehnsucht nach einer Zeit, in der Vergangenheit, in der es noch mit sich selbst verbunden war. Seit dem damaligen Verlust empfindet es, dass ihm etwas sehr Wichtiges, etwas Essentielles fehlt. Gut, dann kommen wir zu Typ 5 des Enneagramms. Wir sehen hier, intrinsisch motiviert ist Typ 5 durch die ewige Suche nach Wissen. Typ 5. Eines Tages fühlte sich das Fünferkind überwältigt, überfallen oder übergriffig behandelt, als ob jemand unrechtmäßig in seinen privaten Raum angebrochen wäre. Seit dieser Zeit fühlte es sich von den äußeren Umständen regelmäßig überfordert und verschloss sich emotional weitestgehend, indem es in den beobachtenden Rückzug ging. Wir nennen den Typ 5 deswegen auch. Den Beobachter. Kommen wir zu Typ 6 des Enneagramms. Intrinsisch motiviert wird Typ 6 durch die ewige Suche nach Sicherheit. Sicherheit ja. Typ 6. Eines Tages fühlte sich das Sechserkind verraten und betrogen oder überraschend angegriffen. Es kam zu der Überzeugung, dass die Welt potenziell feindselig und unberechenbar sei. Von da an gab es das Gefühl von Sicherheit nur, wenn es vorhersehen konnte, was andere Menschen zu tun beabsichtigen. So kommen wir zu Typ 7 des Enneagramms. Und ähm, der Typ 7 des Enneagramms ist intrinsisch motiviert durch die ewige Suche nach Lebensfreude und Spaß. Typ 7. Eines Tages wurde das siebener Kind in vollem Fluss von Lebensfreude und Begeisterung gestoppt. Es fühlte sich an, als ob jemand einem die Flügel gestutzt hätte. Fortan befolgte es die Anweisungen von Autoritäten. Als Ergebnis erlebte es seitdem jede Art von <laughs> Freiheitsbeschränkung, Gefangenschaft als großen Schmerz, den es unter allen Umständen Vermeiden wollte. Kommen wir zu Typ 8 des Enneagramms. Typ 8 ist intrinsisch motiviert von der ewigen Suche nach Macht und Kontrolle. Also Typ 8. Eines Tages fühlte sich das Achterkind in einer <laughs> Situation, die es als ungerecht empfand. Es fühlte sich gedemütigt und Machtlos. So entwickelte es ein Zorn auf die Welt und gegen die elterliche Macht, Autorität, eine große Angst vor Kontrollverlust und ein frühes Streben nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, um niemals mehr machtlos ausgeliefert zu sein. So, last but not least, kommen wir zu Typ 9 des Enneagramms, der intrinsisch motiviert ist von der ewigen Suche nach Harmonie. Typ 9. Eines Tages fühlte sich das Neunerkind verlassen. Niemand berücksichtigte seine Bedürfnisse, niemand beachtete es. Es gab einen totalen Mangel an Liebe. Um mit diesem Schmerz fertig zu werden, beschloss es, stellvertretend, zu leben, in den Hintergrund zu verschmelzen und seine Bedürfnisse nicht mehr auszudrücken. Ja, das war in Kürze das Thema psychologische Wunden der neuen Enneagrammtypen und das geht oft einher mit Kindheitstraumata. Machen wir uns bewusst, unsere Eltern, so bewusst sie auch gewesen sein mögen, sie waren nicht perfekt. Und wir als Eltern sind auch nicht perfekt. Wir leben auch immer nur aus unserem Wahrnehmungsstil heraus. Und wenn man das Ineagramm nicht so kennt, deswegen empfehle ich auch jedem Menschen das Studium des Ineagramms, dann neigt man schnell dazu, von sich auf andere zu schließen und schließen zu wollen. Das heißt, man hat ein Kind, das hat einen anderen Wahrnehmungsstil und man meint immer, nachdem man viele Erziehungsratgeber gelesen hat, vielleicht, dass man doch. Das Kind so und so erziehen sollte nach, dem, nach der eigenen Wahrnehmung. Ne? Und wenn es dann einen anderen Enneagramm-Stil hat, das Kind, was relativ wahrscheinlich ist, ähm, dann entstehen dadurch natürlich äh, erhebliche Probleme während der Erziehung. Ne? Wenn man aber den Enneagramm-Typ seines Kindes kennt und, die, und dessen Wahrnehmung, dann eröffnet sich ein unglaublich wunderbarer Raum ne? der Akzeptanz, des Kindes gegenüber. Es fühlt sich geliebt, gewertschätzt. Ne? Es spürt die elterliche Liebe. Ne? Und ähm, ja, allein schon deshalb. Deswegen empfehle ich das Enneagramm also vor allem auch Eltern, natürlich auch Lehrern. Ne? Wir wissen als Lehrer, kein Kind ähnelt dem anderen und es gibt einfach verschiedene Wahrnehmungsstile bei Menschen. Und wenn Sie das Enneagramm kennen als Lehrer, dann werden Sie ein guter Lehrer, ein, ein Erfüllter Lehrer werden und ihr Job wird ihnen viel mehr Spaß machen. Denn sie werden die feinen Unterschiede zwischen den Menschentypen erkennen und es wird sehr hilfreich für alle Beteiligten. Es ist also sozusagen eine Win-Win-Situation, wenn man das Enneagramm studiert. Und wer ist nicht auf Beziehungen angewiesen in diesem Leben? Das Leben besteht aus gegenseitigen Beziehungen. Und wenn man den anderen so nimmt, wie er ist, ich sage immer so aus Spaß, wenn man aus einem Apfelbaum keinen Birnbaum machen möchte, dann führt das zum Frieden in der Welt ne? und zum Glück. Und wenn wir ehrlich sind, was wollen wir denn alle jeden Tag? Wir wollen einfach nur glücklich sein. Aber wir werden es nicht, wenn wir unsere Indiagrammfixierung unseren Wahrnehmungsstil einseitig ausleben. Ne? Das führt zu nichts. Man kann dann sagen: Ja, ich bin halt dieser Typ, aber das führt immer in eine Sackgasse. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit mal wieder und ähm, ja, möchte Sie noch hinweisen, ne, nach, äh, nachdem ich jetzt hier geendet habe, da kommt gleich noch so ein kleiner Abspann und da werden Sie zum Beispiel äh, alle Bücher, die ich bislang veröffentlicht habe, so im Schnelldurchgang kurz dargestellt bekommen. Wenn Sie Interesse daran haben, bleiben Sie also dran. Ansonsten schalten Sie gerne ab, wenn Sie meine Bücher schon kennen ne, und. Ähm, ja und auch über meine Arbeit am Ende wird so ein bisschen als Enneagramm Homöopath ähm, wird am Ende noch des Videos so ein bisschen berichtet und wenn Sie einen Termin äh, gern hätten ne, für eine äh, homöopathische Erstanamnese ja dann melden Sie sich einfach per E-Mail und schreiben mir oder Sie können auch auf meiner Homepage da sich schon einen Termin aussuchen und dann fest buchen wenn Sie möchten ja ich danke Ihnen wie gesagt ne, und denken Sie an den Daumen hoch unter dem Video, das würde sehr gut sein. Also ich, ich schätze das sehr, wenn Sie das machen, auch so als Anerkennung für äh, meine Arbeit. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben sollten, dann drücken Sie bitte den Abonnier-Button und diese Glocke, ist glaube ich ganz wichtig. Diese Glocke, die Sie immer informiert per E-Mail, äh, wenn ich ein neues Video rausbringe. Und das kann schon regelmäßig der Fall sein. Ich mache das jetzt nicht jede Woche am Samstag oder so, sondern immer dann, äh, wenn, mich, äh, ja, wenn mich das Bedürfnis packt, wieder mal ein Video zu veröffentlichen. Ne? Aber das ist doch regelmäßig so, jede Woche mindestens eins, ne? manchmal auch zwei, manchmal aber auch alle zwei Wochen, je nachdem, äh, wie meine Lebensumstände sich so ähm, darstellen. Ja, herzlichen Dank für alles und alles Gute für Sie. Ihr Detlef Ratmeer.